In diesem Video wollen wir uns den Schaltungsblock 3B mal näher angucken, nachdem wir im Video vorher ja die LED-Kette soweit designt hatten, zumindest mal ausgangsseitig. Gucken wir uns jetzt den Eingang der LED-Kette bzw. den Eingang dieser Anzeige an. Wir hatten schon gesehen, dass wir es hier mit Operationsverstärkern zu tun haben, die als Komparatoren verdrahtet sind. Wir haben im letzten Video auch kurz nochmal besprochen, wie die funktionieren. Und jetzt überlegen wir uns in diesem Video, was es mit diesen Widerständen R6, R5, R4, R3 zu tun hat und warum die so verschaltet sind, wie sie verschaltet sind. Was man hier auch noch sehen kann, ist, es gibt so eine Diode D2. Das ist, wenn man reinzoomt, vielleicht sieht man es auf dem Zoomfaktor gar nicht, das ist gar keine normale Diode, sondern die hat hier so einen Haken dran. Das ist eine sogenannte Z-Diode. Die hat eine gewisse Funktion, die wir aber nicht in diesem Video, sondern im darauffolgenden Video besprechen. Das heißt, diese 3B-Schaltschwellengeschichte, die gliedert sich jetzt in zwei Teile. Im ersten Teil lassen wir die Diode einfach weg, um erstmal zu verstehen, wie der ganze Rest funktioniert. Betrachtet man die Schaltung jetzt nochmal im Detail, dann sehen wir, wie gesagt, einen Spannungsteiler. Ich hoffe, man erkennt, dass das sowas wie ein Spannungsteiler ist. Es ist ein mehrfacher Spannungsteiler und zwar aus 5 Widerständen bestehend. Und hinter jedem Widerstand geht die Spannung ein bisschen runter. Was wir auch noch haben, ist eine Eingangsspannung. Die kommt vom Verstärker. Und damit hat es Folgendes auf sich. Der Verstärker wurde jetzt irgendwie designt. Und wir kennen durch das Design des Verstärkers die Spannungen, ab denen eben die LEDs angehen sollen. Das heißt, es gibt eine Spannung, die kennen wir als Zahlenwert. Also wenn wir jetzt damit umgehen in Zukunft, setzen wir die im Kopf als bekannt voraus. Also U-Rot ist bekannt, das soll die Spannung sein, ab der die rote LED angeht. U-Gelb ist bekannt, das soll die Spannung sein, die dafür zuständig ist, dass die gelbe LED angeht. Also ab der die gelbe LED angeht. Und U-Grün entsprechend für die grüne LED. Das heißt, diese kennen wir. Die hier kommen vom Verstärker. Und wenn man das jetzt mal verfolgt, dann sehen wir, dass die hier an den nicht invertierenden Eingängen parallel angeschlossen sind. An den nicht invertierenden Eingängen hängt hier dieser ominöse Spannungsteiler mit diesen ganzen Widerständen, diese Kette von Widerständen. Und parallel hier über R5 hängt noch die Diode, die wir ab jetzt ignorieren. Die gibt es nicht. Die nehmen wir einfach mal aus der Betrachtung wirklich raus als nicht existent. Heißt nicht kurzschließen hier, sondern heißt ja einfach raus. Also im Prinzip wirklich das. Das ist das, was wir uns in diesem Video angucken. Dazu jetzt nochmal ein bisschen was Handschriftliches, nämlich wie funktioniert das Ganze. Also, wir haben einen Komparator und ich habe mir jetzt nun mal den Komparator für die grüne LED rausgenommen. Das gilt dann eben auch stellvertretend für die anderen. Wir haben einen Komparator, bei dem der nicht invertierende Eingang mit irgendeiner Eingangsspannung versorgt wird. Das ist eben die vom Verstärker. Und jetzt gibt es eine Spannung, die wir kennen, das ist eben dieses U-Grün. Ich schreibe es auch wirklich mal aus. U-Grün, das ist ein Wert, den wir kennen. Ich sage jetzt einfach mal 4 Volt oder so. Keine Ahnung, warum 4. Ich setze es einfach mal in den Raum. Und das soll die Spannung sein, ab der dieser Komparator schalten soll. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze umsetzen. Wie müssen wir jetzt diesen Komparator noch weiter beschalten, damit das funktioniert? Dazu überlegen wir uns nochmal ganz schnell, auch wenn wir es im letzten Video gemacht haben, was der Komparator an der Stelle überhaupt macht. Wir haben hier eine Differenzspannung. Und wann immer diese Differenzspannung größer oder gleich, dieses Gleich, da kann man jetzt drüber diskutieren, eigentlich ist es echt größer, aber es ist ein bisschen leichter zu verstehen, wenn wir jetzt größer gleich nehmen. Immer dann, wenn diese Spannung hier größer ist als 0, dann leuchtet die grüne LED. Das ist das Verhalten des Komparators. So, nächster Gedankengang ist der, was bedeutet das denn für die Eingangsspannung? Da hatten wir gesagt, wenn UE größer oder gleich diesem U-Grün sein soll, oder ist, nicht sein soll, sondern wenn es größer als U-Grün ist, dann soll die LED leuchten. Also wir sehen, man kann das Gleiche, nämlich wann leuchtet die LED, auf zwei Arten ausdrücken. Entweder wir drücken es durch die Differenzspannung aus, nämlich dann, wenn sie größer als 0 ist, oder wir drücken es durch die Eingangsspannung aus, nämlich wenn die größer als U-Grün ist.
Und das Ganze hängt jetzt wie folgt zusammen. Wir können das UD auch anders ausdrücken, falls man sich erinnert, beziehungsweise ist es eigentlich so festgelegt. Das ist nichts anderes als die Spannung am nicht invertierenden Eingang und das ist gleich unser UE. Ja, wie man sieht, Spannung am nicht invertierenden Eingang ist UE, soweit so gut. Und UD ist jetzt nichts anderes als UE in diesem Falle minus U minus, wobei U minus die Spannung ist, die hier am nicht invertierenden Eingang gegen Masse anliegt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass UE minus U minus größer 0 ist, dann leuchtet die LED. Das ist die mathematische Übersetzung, sage ich mal, des oberen Teils. Und jetzt können wir den unteren Teil nochmal mathematisch übersetzen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hin, das ist eine Ungleichung. Man kann mit denen im Prinzip so umgehen wie mit Gleichungen, mit ein paar Ausnahmen. Wir subtrahieren jetzt einfach mal auf beiden Seiten U grün. Das heißt, wir könnten das hier auch anders hinschreiben. Wir könnten nämlich hier auch hinschreiben UE minus U grün. Jetzt ist U grün blau, aber gewusst, was gemeint ist. Soll größer gleich 0 Volt sein. Das ist die andere Bedingung. Und wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht, vielleicht sieht man es, vielleicht nicht, dann steht hier im Grunde genommen fast dasselbe, außer dass hier einmal U- steht, von dem wir noch nichts wissen, und hier steht U grün. Das kennen wir aber. Wir könnten jetzt auch sagen, daraus, beziehungsweise daraus folgern, sorge doch dafür, dass am invertierenden Eingang U grün anliegt, dann funktioniert die ganze Kiste. Das heißt, was wir jetzt wollen, ist Folgendes. Wir wollen, dass hier U grün liegt. Jetzt ist U grün übrigens auch mal rot zwischendurch. Ich mache das so, damit man die Gedankengänge so der Reihe nach ein bisschen nachvollziehen kann. Ich hoffe, das funktioniert. So, wir wollen dafür sorgen, dass hier U grün ist. Vorsicht, also das hier ist so eine Art Bedingung. Das heißt nicht, dass UE immer U grün ist. Hier hingegen wollen wir U grün wirklich festlegen. Also wir wollen, dass da immer U grün liegt. Das ist, wie gesagt, irgendein Zahlenwert. So, wie kriegen wir jetzt an dem invertierenden Eingang, an diesem Punkt hier, eine konstante Spannung U grün hin? Naja, wir haben ja noch eine Betriebsspannung zur Verfügung. Die liegt bei 9 Volt und ist damit sicherlich nicht U grün. Das heißt, wir müssen irgendwie aus diesen 9 Volt, oder wir können versuchen, irgendwie aus diesen 9 Volt dieses U grün zu erzeugen. Wie machen wir das? Ich habe eine Spannung, ich möchte eine kleinere daraus erzeugen. Es schreit nach Spannungsteiler. Das heißt, wir könnten im Grunde genommen hier hingehen. Das passt jetzt nicht ganz, das üben wir nochmal, aber gut. Wir könnten jetzt hier hingehen und hier einen Spannungsteiler anschließen. Oh mein Gott. Machen wir es unschön so. mit R2 und R1 als Widerständen, die nenne ich jetzt einfach mal so. Die eben dafür sorgt, dass hier unten U-Grün liegt. Und dieses U-Grün hier unten, also das hier, das ist gleich UR2. Ich hoffe, das sieht man, ne? Das ist die gleiche Spannung. Sorge dafür, baue einen Spannungsteiler und sorge dafür, dass am unteren Widerstand die Spannung U grün abfällt. Damit ist auch sofort klar, was hier oben eigentlich für eine Spannung anliegen muss. Ich hoffe, das sieht man auch. Das ist nämlich hier oben, wenn wir sie mal UR1 nennen, nichts anderes als die Betriebsspannung minus U grün. Es ist U grün schwarz, also ich glaube, ich kriege noch alle Farben durch. Also, was wir jetzt wissen ist, oben soll Betriebsspannung minus U-Grün abfallen, unten soll U-Grün abfallen. Jetzt erinnert man sich vielleicht noch, wenn ich nur das habe, kann ich eigentlich die Widerstände nicht ausrechnen, weil ich nur das Verhältnis rauskriege. Ich kann jetzt nur auf dieser Informationsbasis, sage ich mal, kann ich eigentlich nur sagen, der obere Widerstand soll so und so viel größer sein als der untere, beziehungsweise umgekehrt. Um uns da so ein bisschen rauszutricksen und auch vor dem Hinblick der Erweiterung gleich mit den ganz vielen Widerständen, macht es an der Stelle Sinn, etwas zu tun, was man vielleicht bisher noch nie gemacht hat. Und zwar Strom festzulegen. Wir machen uns das Leben jetzt sehr leicht. Lege Strom durch Spannungsteiler fest. Die Frage ist, auf welchen Wert. Das ist weitestgehend egal. Ich werde gleich, oder ganz am Ende werde ich noch mal ein paar Simulationen zeigen, wann es dann schief geht. Aber im Grunde genommen haben wir hier einen weiten Bereich. Jetzt muss man mal kurz überlegen, ob es, oder was so die Kategorie sein sollte. Wir könnten ja mal sagen, wir legen einen Strom von 1 mA oder so fest. Oder, na, machen wir mal, auf jeden Fall schon mal 1. So.
Jetzt wissen wir nicht, nehmen wir Milliampere, nehmen wir Ampere, nehmen wir Kiloampere, nehmen wir Megaampere, nehmen wir Picoampere. Keine Ahnung. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz. Hier oben hängt eine Batterie oder eine Versorgungsspannung dran. Diese Versorgungsspannung, hat man ja ganz am Anfang gesagt, wird potenziell durch eine 9-Volt-Blockbatterie geliefert. Wenn ich jetzt also dafür sorge, dass hier ein sehr großer Strom fließt, dann sorge ich dafür, dass sich diese Blockbatterie schneller entlädt. Ich hoffe, das ist ersichtlich. Also sollte man vielleicht nicht, also man sollte vielleicht dafür sorgen, dass der Strom nicht zu groß wird, was auch immer dann genau zu groß ist. Jetzt gibt es noch eine andere Sache. Es gibt noch eine andere Richtung, die man vermeiden sollte, nämlich der Strom darf auch nicht zu klein werden. Die Erklärung ist jetzt allerdings ein bisschen komplizierter. Die stellen wir mal nach hinten. Also sorge dafür, dass der Strom nicht zu groß wird, weil sich sonst die Betriebsspannung zu schnell entlädt oder die Betriebsspannung auch zu sehr entlastet wird. Denken wir zurück an so ein Netzteil, was ein Ampere liefern könnte mit 9 Volt. Wenn wir hier jetzt 1 Ampere durch den Spannungsteiler fließen lassen, ist das Ding ausgelastet und ist fertig. Macht also keinen Sinn. Gehen wir mal hin und sagen, vielleicht soll ein Milliampere sein. Ein Milliampere ist eigentlich für so Schaltungen immer eine ganz nette Sache. Geht üblicherweise gut. Also wenn man irgendwo im Milliampere-Bereich zweistellig liegt, ist eigentlich auch so Elektronikschaltungen alles in Ordnung. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir ein Milliampere Strom hier fließen haben wollen, ich nenne den mal, ich nenne den an der Stelle einfach mal I-Gesamt. So. Das wäre dieser Strom hier. Wenn ich den jetzt auf ein Milliampere festlege, dann muss ich natürlich dafür sorgen, und ich hoffe, das ist ersichtlich, weil wir eine Reihenschaltung haben, dass die Reihenschaltung aus R1 und R2 eine gewisse Größe hat. Das heißt, R1 plus R2, die Reihenschaltung, muss wie folgt aussehen. Die muss nämlich 9 Volt oder Betriebsspannung durch I gesamt sein. Ich hoffe, das ist ersichtlich. Wir haben im Prinzip das hier. Wir haben eine Spannungsquelle, die liefert die Betriebsspannung. Ich habe zwei Widerstände in Reihe, R1, R2. Und ich will hier einen gewissen Strom fließen haben. Das heißt, im Prinzip mache ich jetzt hier Ohmsches Gesetz. Ich sage, das hier zusammen ist R gesamt. Also habe ich U gesamt, also Spannungsquelle U Betriebsspannung, geteilt durch R gesamt ist gleich I gesamt. Und das Ganze rumgedreht ist eben U gesamt durch I gesamt ist gleich R gesamt. So. Daraus resultiert das. Ich hoffe, das ist auch in dieser Geschwindigkeit ersichtlich. Ja, nochmal zur Erinnerung. Man verliert ja irgendwann mal die Übersicht. Den Wert kennen wir. Den haben wir festgelegt. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip arbeiten. Also wir können R1 plus R2 ausrechnen. Das ist das eine, was wir ausrechnen können. Und wir können das Verhältnis ausrechnen von beiden. Und damit sind wir in der Lage, die Widerstände zu bestimmen. In Formeln sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir können es wirklich direkt hinschreiben. Wir können direkt hinschreiben, R2 ist gleich, naja, das ist die Spannung über R2 durch den Strom durch R2. Und die Spannung über R2 soll ja gerade dieses U grün sein. Zahlenwert kennen wir. U grün geteilt durch, ja, den Strom durch R2. Der Strom durch R2 ist aber gerade der I-Gesamt, den wir vorgeben. Das ist natürlich schön. Und entsprechend können wir auch R1 ausrechnen. R1 rechnen wir eben aus, indem wir die Spannung über R1 nehmen. Das ist diese hier, die haben wir schon mal vorher bestimmt. UB minus U grün. Beide Werte kennen wir und das durch I gesamt teilen. Kennen wir auch, also können wir beide Werte ausrechnen. Damit haben wir jetzt für diese Schaltung auf jeden Fall die nötigen Widerstände bestimmt. Und wenn wir das jetzt so machen würden, ich mache es jetzt nicht mit einem Zahlenbeispiel, dann funktioniert dieser Spannungsteiler. Das ist doch schon mal schön. Also das heißt, wir haben jetzt das Thema grün erledigt. Also unsere grüne LED geht genau dann an, wenn sie soll. Wenn wir eben R1 und R2 so bestimmen, wie wir es jetzt gerade ausgerechnet haben. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück in die Schaltung gehen, haben wir es ja nicht nur mit der grünen LED zu tun, sondern eben auch mit den anderen. Und jetzt kann man das vielleicht so ein bisschen wiedererkennen. Wir haben im Prinzip hier irgendwie so einen Teil dieses Spannungsteilers designt und es hängt da aber noch was drunter. Und dieses hängt da noch was drunter, gucken wir uns jetzt im nächsten Schritt dann an. Wir gehen also hin und hängen noch einen Komparator drunter, der jetzt für gelb zuständig ist. Und das machen wir am Ende dann nochmal mit dem roten. Und gehen hin, bauen einen dritten Widerstand ein, wir überlegen gleich warum und wie das funktioniert. Und nehmen vor allen Dingen den Eingang, den nicht emittierenden Eingang des einen
beziehungsweise die Eingangsspannung und legen die ebenfalls auf den nicht invertierenden Eingang des anderen. Diese Schlaufe soll nur heißen, ist nicht verbunden, weil ich meistens keine Verbindungspunkte mache. Formal müsste ich das hier auch tun, das ist auch nicht verbunden, das geht so durch. So, was ändert sich? Was wir immer noch wollen, ist Folgendes. Wir wollen immer noch, dass an diesem Punkt hier, ich strichel das hier mal so raus, dass an diesem Punkt hier gegen Masse U-Grün liegt, wie gehabt. Jetzt ist U-Grün auch mal wieder grün, ist doch schön. So, das wollen wir immer noch. Daran soll sich jetzt durch diesen gelben Teil da nichts ändern. Was sich jetzt aber ändern wird, sind die Widerstandswerte. Warum? Was kennen wir denn noch? Also wir kennen ja nicht nur U-Grün, also die Eingangsspannung am Eingang, die ich haben will, damit die grüne LED angeht. Die kennen wir. Wir kennen aber auch logischerweise alle anderen. Wir kennen auch U-Gelb. Jetzt habe ich hier kein vernünftiges Gelb. Ich nehme mal Braun. Gelb sieht man nur so schlecht auf dem Screen. Ich nehme mal Braun. Wir kennen auch U-Gelb. Das ist uns auch bekannt. Und jetzt kommt die gleiche Überlegung wie eben. Wenn wir wollen, dass die gelbe LED einschaltet, wenn UE den Wert U-Gelb erreicht hat. Ich weiß, das klingt alles ganz, ganz kompliziert, aber ich hoffe, man kann es nachvollziehen. Dann muss ich dafür sorgen, dass der invertierende Eingang dieses entsprechenden Komparators auf einem Wert liegt oder eine Spannung hat, die eben U-Gelb entspricht. Das ist der gleiche Gedankengang wie eben. Das heißt, hier wollen wir U-Gelb haben. Heißt so viel wie UR3 soll gleich U-Gelb sein. Und dadurch können wir jetzt die Widerstandswerte ausrechnen. Und jetzt stellt sich vielleicht, oder jetzt wird vielleicht klar, warum es total schlau ist, einen Strom I-Gesamt vorzugeben. Und das schreibe ich hier auch nochmal hin. Also wir haben I-Gesamt vorgegeben. Können wir wieder exemplarisch mit einem Milliampere machen. Also den kennen wir. Und dadurch können wir jetzt eigentlich alles sehr, sehr leicht berechnen. Denn UR3 soll gleich U-Gelb sein. UR3 ist aber gleich der Strom durch R3, also UR3 soll gleich U-Gelb sein, Wert kennen wir. Das ist aber nichts anderes als der Strom durch R3. Dieser Strom durch R3 ist aber nichts anderes als dieser R-Gesamt, weil es ist ja eine Reihenschaltung. Mal den Widerstandswert von R3 und den suchen wir. Also nochmal zur Erinnerung, suchen wir, haben wir, haben wir. Das heißt, wir können das auch ganz simpel umstellen und können jetzt sagen, R3 ist also nichts anderes als U-Gelb. Oh Gott, das kann auch kein Schwein mehr lesen, aber gewusst, was da steht. U-Gelb durch I-Gesamt. Können wir also ausrechnen. Damit können wir jetzt auch R3 bestimmen. Ist doch soweit schön. Achtung, jetzt darf man einen Fehler nicht machen. Hier hat sich was geändert. Wir haben vorhin den Wert von R2 ausgerechnet. Das haben wir gemacht, weil der auf Masse lag. Ne? Das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Denn an R2 soll jetzt nicht mehr U-Grün abfallen. Also vorher hatten wir gesagt, an R2 soll U-Grün abfallen. Das ist jetzt offensichtlich nicht mehr so. Ich hoffe, das sieht man. Denn wenn hier unten U-Grün abfällt an R3, ich schreibe es hier nochmal explizit neben, also wenn hier U-Gelb abfällt, dann bleibt für diesen Punkt hier nicht mehr U-Grün komplett über, sondern hier fällt dann U-Grün minus U-Gelb ab. Ich hoffe, das kann man sehen. Und wenn man damit jetzt weiterrechnet, kriegt man eben für den Wert von R2 Folgendes raus. Das soll eben jetzt nicht mehr U-Grün durch I-Gesamt sein, sondern das soll eben U-Grün minus U-Gelb durch I-Gesamt sein. Also der Wert für durch dieses Aneinanderketten ändert sich eben der Wert für R2. Es ist kein Zufall, dass jetzt rauskommt, dass R2 plus R3 genau dem R2 von eben entsprechen, ohne dieses Aneinandergehängte. Das würde man jetzt beim Ausrechnen feststellen. Da sieht man vielleicht auch hier. Also wenn man jetzt das hier, R3 zu R2 addiert, dann fällt dieser U-Gelb-Teil genau raus und dann steht ja wieder U-Grün durch R-Gesamt. I-Gesamt. Das nur am Rande. So. So kann man das machen. Und entsprechend könnten wir jetzt auch U-Rot darunter hängen und das
kriegt ihr dann alleine hin. Das ist dann quasi dem geneigten Betrachter zur Übung selbst empfohlen. Also nochmal eine kleine Simulation. Sorry für die Pause gerade, ich war gerade etwas überfordert mit der Software. Könnt man rausschneiden, bin ich aber zu faul. Eine kleine Simulation noch dazu. Also ich habe das jetzt alles mal zusammengedrahtet. Ich habe folgende Vorgaben gemacht. Ich habe gesagt, U-Rot soll 1 Volt sein, U-Gelb 2 Volt, U-Grün 3 Volt. Ich habe mir das Leben einfach gemacht. Das werden nicht die Werte sein, die wir hinterher brauchen. Das ist jetzt auch nur beispielhaft gemeint. Ich habe auch den Strom mit 1 mA vorgegeben. Und hier vorne jetzt, das ist quasi die Eingangsspannung, die vom Verstärker käme, habe ich eine Spannungsquelle eingesetzt, deren Werte ich jetzt gleich variiere. Also, die rote LED soll ab 1 Volt angehen, UE sind 0,9 Volt, also sollte nichts leuchten. Ich simuliere und wie ihr seht, leuchtet nichts. Warum leuchtet nichts? Ich habe hier 0,9 Volt. Und ja, diese 0,9 Volt sind kleiner als 1. Was man hier unten sieht, ist... die Spannung am invertierenden Eingang des, ich sage mal, roten Komparators, die liegt grob bei 1 Volt. Mit 900 Millivolt liege ich entschieden drunter, also geht die nicht an. Nächster Schritt ist also, wir erhöhen die Spannung mal ein bisschen. Ja, 1,1. So, das sind nicht die aktuellen Werte. Ich klicke gleich auf Simulieren, aber kurz mal darauf achten, diese Werte hier werden sich dadurch nicht ändern. Das heißt, die bleiben exakt gleich, weil die sollen ja auch statisch bleiben, die sollen ja unabhängig von der Eingangsspannung sein. Und ich bin über diesen 900 mV, damit leuchtet jetzt die rote LED. Das gleiche Spiel können wir jetzt weiterspielen. Wenn ich bei 2,1 Volt liege, dann soll auch die gelbe LED angehen, also so ab 2 Volt circa, tut sie. Und wenn ich über 3 Volt liege, das ist jetzt ziemlich egal, weil ich nämlich kann es 3,1 nehmen, ich kann aber auch mal sowas wie 4 einfach nehmen. Dann leuchten alle drei LEDs. Das funktioniert also soweit gut. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. Gehen wir nochmal, weiß nicht, auf 2 einfach. Ups, nein, nochmal, gehen wir auf 2. Und gucken nochmal rein. 2 Volt soll die Schwelle sein, ab der gelb angeht. Das tut es jetzt sogar. Also, ob es jetzt genau bei 2 angeht oder gerade noch nicht, ist tatsächlich, sage ich mal, Glückssache. Sobald wir über 2 sind, soll es auf jeden Fall sicher funktionieren. Das tut es. So, was ich noch kurz sagen wollte, wir sehen hier, das ist der I-Gesamt. Den haben wir vorgegeben im Milliampere, das passt. Die Werte sind entsprechend der Formeln ausgerechnet, die wir hergeleitet haben. Was wir sehen, ist, dass die Schwellen hier entsprechend passen. Und jetzt haben wir noch eine Sache offen. Also diese Schaltung funktioniert jetzt im Prinzip erstmal, ne? Jetzt haben wir noch eine Sache offen. Ich habe ganz am Anfang des Videos gesagt, das Verhältnis der Widerstände muss passen, wobei, das habe ich da glaube ich nicht gesagt, aber das haben wir uns jetzt hergeleitet. Aber wie groß sie absolut sind, ist egal. Und jetzt könnten wir mal sowas machen, wie hier hingehen und sagen, wir nehmen mal nicht ein Milliampere, sondern wir nehmen mal ein Picoampere. Also wir machen diesen Strom deutlich kleiner. Die Begründung war ja, dieser Strom entlädt im Grunde meine Versorgungsbatterie, also mache ich den noch so klein wie möglich. Wenn wir jetzt ein Picoampere nehmen, also wir hatten Milliampere, und gehen wir mal runter, Mikroampere, oder ne, machen wir nicht Pico, machen wir Nano, sonst kann der glaube ich gar nicht rechnen. Nehmen wir mal Nanoampere. Wo war der Satzanfang? Nochmal. Also, wir nehmen statt einem Milliampere Nanoampere, das ist ein Millionstel, ne? Also nach Milli runter kommt Mikro, das wäre ein Tausendstel, und dann nochmal ein Tausendstel von einem Tausendstel wäre Nano. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Millionstel des Stroms. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen alle Widerstände millionenmal so groß machen. Das heißt, wir wären hier bei 600, eigentlich hätte ich auch Mikroampere nehmen können, aber ist egal. Wir sind hier nicht mehr bei 6 Kiloohm, sondern wir wären bei 6000 Megaohm. Das ist ein extrem absurd großer Wert. Könnten auch 6 Gigaohm sagen. Also ich nehme hier mal 6 Gigaohm. Hier nehme ich mal 6 Gigaohm, 1 Gigaohm. Hier nehme ich mal 1 Gigaohm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Multisim das in der Genauigkeit noch rechnen kann oder ob wir jetzt numerische Probleme kriegen mit der ganzen Software. Schauen wir mal. Es kann sein, dass er jetzt einen Bug wirft. Was wir jetzt auf jeden Fall sehen werden, ist, dass da völliger Nonsens rauskommt und wir müssen noch mal kurz überlegen, warum das Nonsens ist. Aber was wir hier sehen ist, Spannung am invertierenden Eingang ist bei 2,02 und zwar bei jedem gleich.
Da kommt irgendwie jetzt gerade ziemlicher Blödsinn raus. Warum kommt da jetzt Blödsinn raus? Also einmal klar, weil Giga oben gigantisch groß ist. Wir können ja mal vielleicht in eine etwas sauberere Kategorie gehen, indem wir sagen, wir nehmen mal ein Mikroampere vielleicht. Wir nehmen hier nicht Giga oben, sondern wir nehmen hier nur Mega oben. Das ist vielleicht noch ein bisschen realistischer als Giga oben. Giga oben ist sowas wie eigentlich Isolator. Also man wird keinen Widerstand finden, der 6 Giga oben hat, glaube ich zumindest nicht. Also das fällt dann unter eben nicht Leiter. Das ist dann nicht mehr ein Widerstand, das ist dann halt ein Isolator. Nehmen wir mal Mega oben. Mega oben kann man noch kaufen. Mal gucken, was dann rauskommt. Da kommt immer noch Blödsinn raus wahrscheinlich. Ja. Aber nicht mehr so krasser Blödsinn wie gerade. Also nochmal zur Erinnerung, hier unten sollte eigentlich 1 Volt liegen. Es liegen hier plötzlich 1,3. Signifikante Abweichung. Nicht völlig Banane, aber doch eine deutliche Abweichung. Hier sollten 2 Volt liegen. Das passt witzigerweise sogar. Ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht, warum das passt, aber es passt ungefähr. Hier oben sollten aber 3 Volt liegen. Das ist mit 2,5 auch natürlich voll daneben. So, woran liegt das? Das liegt an Folgendem und das kann man sehen, wenn man hier mal andere Tastköpfe einbaut. Packe hier mal Stromtastköpfe rein. Wir haben nämlich eigentlich die ganze Zeit gesagt, das ist hier eine Reihenschaltung. Das stimmt nur so bedingt, denn im Grunde genommen ist hier ja noch was dazwischen angeschlossen. Eine Reihenschaltung ist eigentlich eine Schaltung, wo nichts dazwischen angeschlossen ist, denn wir tun ja so, als wäre der Strom, der hier oben reingeht, in allen Widerständen gleich. Wenn wir das aber behaupten, dass der Strom durch alle Widerstände gleich ist, dann behaupten wir auch, dass hier kein Strom abfließt. Und tatsächlich stimmt das auch bei einem idealen OP und bei einem realen OP stimmt das auch in Näherung, aber eben nur in Näherung. Das gucken wir uns jetzt mal eben an. Hier zeigen wir jetzt die Ströme in die Eingänge des OPs und wir sehen, dass bei dem OP hier ungefähr 500 Nanoampere, das heißt ein halbes Mikroampere, in den entsprechenden Eingang fließen. Hier kommt witzigerweise was raus sogar. Also hier kommen hier fließen minus 78 Nanoampere rein, das heißt hier kommen eigentlich 78 Nanoampere raus. Und hier kommen sogar 700 Nanoampere raus. Das heißt, diese Ströme hier, die liegen im Nanoampere-Bereich, deswegen fallen sie nicht auf, wenn wir hier mit einem Milliampere Strom rechnen, dann fallen die einfach überhaupt nicht ins Gewicht, deswegen funktioniert das. Wenn wir hier aber nur Mikroampere durchjagen, dann ist es schon relevant, dass hier ein halbes Mikroampere abfließt. Ne? 500 Nanoampere sind ein halbes Mikroampere. Das heißt, hier fließt die Hälfte des Stroms schon oben ab. Und dadurch wird dieser ganze Spannungsteiler völlig verfälscht. Und das ist der Grund, warum man diese Widerstände nicht zu groß machen darf. Auch da nochmal, aber als Faustregel ist das völlig in Ordnung, wenn wir hier so im Milliampere-Bereich liegen, was auf der anderen Seite heißt, dass wir hier mit den Widerständen so im Kilo-Ohm-Bereich liegen, sei es auch zweistelliger Kilo-Ohm-Bereich, ist vielleicht gerade auch noch in Ordnung, aber auf jeden Fall einstelliger Kilo-Ohm-Bereich geht auf jeden Fall. Dann ist im Prinzip alles gut, weil dann kann man diese Ströme in den OP vernachlässigen. Ich baue das nochmal eben um hier. Dann kann man die Ströme in den OP vernachlässigen und dann funktioniert auch alles richtig. Also Fazit der ganzen Sache, Formeln sind hergeleitet. Wie man sich das ausrechnen kann, ist hergeleitet. Der Strom durch den Spannungsteiler sollte festgelegt werden, irgendwo im Milliampere-Bereich. Also so, ich sag mal zwischen 1 und 10 Milliampere ist völlig in Ordnung. Und daraus resultieren dann eben die Größenordnungen für die Widerstände, die irgendwo im unteren bis mittleren Kilo-Ohm-Bereich liegen sollten. Wenn ihr da irgendwie jetzt was ausrechnet und ihr kriegt da irgendwie raus 600 Kilo-Ohm oder sowas in der Kategorie, dann wird es schwierig, das würde ich vielleicht lassen. Aber alles im zweistelligen Kilo-Ohm-Bereich ist okay. So, jetzt habe ich wirklich auf den letzten Metern viel gelabert, das hätte man sich schenken können. Aber ja, Schneiden und Editing ist blöd, deswegen bleibt das jetzt so.